Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich es mal ein bisschen offensichtlicher machen und gemeinsam mit dir mal in die Energien hineinschwingen, was den Vollmond im Skorpion betrifft. Ich finde den ganz spannend. Ich habe ja jetzt auch in der letzten oder in den letzten Legungen schon davon gesprochen, all dieweil wir ja jetzt so langsam in diese Energies reinkommen und möchte mit dir heute speziell, weil heute ist der Vollmond im Skorpion, einfach mal mit dir schauen. Skorpion steht ja auch immer für, natürlich für Exzesse auch, ja, aber auch für Liebe, die ganz tief geliebt werden darf, aber natürlich auch für ganz oder gar nicht, ja. Sprich, wie ich schon erwähnt habe, dass Trennungen stattfinden könnten, dass etwas oder eine Verbindung noch mal ganz tief unter die Haut gehen könnte, aber eben auch ein Reifeprozess, der wieder stattfinden darf, aber eben auch meist ein Loslassprozess. Zusammen mit dem Vollmond möchte ich mit dir heute, genau weil es halt heute passt, schauen. It's time to release negativity. Wir haben hier den Vollmond im Skorpion, wo es heißt, es wird Zeit, Negatives loszulassen. Gleichzeitig möchte ich aber aus dem gleichen Oracle noch mal eine weitere Mondbotschaft für dich ziehen, was denn die Message darunter sagt. Da haben wir die End of a Thought Cycle Approaches. Und hier heißt es, das Ende eines, ja, ich sag jetzt mal, eines herausfordernden Zykluses ist sozusagen in Sicht. Also sprich, das Ende eines Gedankenzykluses, eines herausfordernden Zykluses im Sinne von ein Zyklus, wo du dir halt viele Gedanken gemacht hast. Ja, und dieses Ende naht. Und gleichzeitig haben wir ja auch hier, es wird Zeit, negative Gedanken vielleicht auch jetzt einfach mal loszulassen und wieder mehr in die Positivität zu gehen. Ne? Und die Dinge optimistischer anzupacken, optimistischer anzugehen. Du hast dir viele Gedanken gemacht um etwas oder um jemanden. Und das lässt du jetzt los, mein Engel. Ja, das lässt du jetzt wirklich los. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du dir jetzt Gedanken machst über jemanden, dann ist es so, als ob du vielleicht selbst zu dir sagst, wartet mal, das Mikrofon noch mal richten, als ob du vielleicht selbst zu dir sagst, vertagen. Ich möchte heute nicht mehr über ihn, über sie nachdenken. Oder es ist eben so, dass du damit aufhörst, dir so viel Stress zu machen. Na? Sternenmutter, wie kannst du selbst gut für dich sorgen? Das ist das, was du dir jetzt, naja, die Frage stellst du dir vielleicht noch oder du stellst sie dir eben schon gar nicht mehr, weil du merkst, hey, ich muss jetzt selbst um mich sorgen. Ich kann mir nicht immer um alle und um Gott und die ganze Welt mir irgendwie einen Kopf machen. Ich muss jetzt erstmal selbst auf mich schauen. Na? So kriege ich das auch rein hier, dass du das jetzt demnächst einfach tun wirst, mein Engel. Dass du aufhörst, dir um Gott und die ganze Welt Gedanken zu machen und dich auch damit einfach auch belastest. Ja? Wir haben hier die höhere Perspektive. Gib deine begrenzte Sichtweise auf, ne? Und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Ja, höhere Perspektive, finde ich immer, ist im Sinne von, du reflektierst und denkst dir, ich bin noch bescheuert, ne? Wir sterben alle allein. Und es heißt nicht, dass du egoistisch bist, aber ich glaube, du könntest dir jetzt demnächst sagen oder auch die Frage stellen, ne? Würde ich er oder sie auch für mich sterben? Wäre es wirklich da, wenn es hart auf hart kommt? Ja.
Und die höhere Perspektive ist eben, dass du Dinge jetzt oder Menschen auch immer mehr hinterfragst, weil es eben auch gerade darum geht, was nehme ich jetzt mit und was lasse ich jetzt wirklich los? Und wie kann ich gut für mich selbst sorgen? Und ihr könnt hier auch noch mal klar sein, auch an all die, die jetzt Freunde hinter sich gelassen haben, vermeintliche Freunde vielleicht auch, auch Liebesverbindungen. Ihr könntet jetzt noch mal Revue passieren lassen und euch auch denken, ja, es war gut so. Es war gut, beziehungsweise es ist gut so, genau diesen Menschen oder diese Menschen jetzt hinter mir zu lassen. Und du betrachtest es aus einer höheren Perspektive und wirst jetzt immer mehr für dich auch erkennen, beziehungsweise wenn du in dich hineinspürst, es fühlt sich zwar noch so an, als wäre man irgendwie doch allein, ja, oder jemand fehlt, aber du betrittst schon die Tür jetzt ins Neue und schaust da wirklich aus einem anderen Blickwinkel drauf und merkst für dich einfach, ich sorge jetzt wirklich gut für mich. Es tut mir gut, dass diese Menschen oder diese Person nicht mehr in mein Leben ist. Ja. Aber jetzt wollen wir mal schauen, weil ich habe ja so ein bisschen was über die Liebe gesprochen. Was haben wir denn hier? Die wollte sich noch genau. Wenn du jetzt so bei dir selbst bist und dir sagst, alles Negative soll nicht mehr in meinem Leben sein oder soll eliminiert werden. Ich möchte gut um mich sorgen. Ich möchte mir keine Gedanken mehr machen, beziehungsweise diesen negativen Gedankenzyklus möchte ich nicht mehr. Was kommt da in der Liebe? Wir haben hier, achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Wir haben hier eine Verlobung, dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Es kann tatsächlich auch sein, dass du jetzt loslässt von einem Typen, von einer Kirsche, der oder die verlobt ist, verheiratet ist oder noch vergeben ist. Ja, weil hier heißt es, achte auf die Warnsignale. Hier ist ja irgendjemand, irgendetwas, was eine neue Stufe erreichen sollte, was so nicht mehr weitergehen könnte. Die Zeichen warnen dich. Vielleicht weißt du auch, dass er oder sie noch vergeben ist oder vielleicht könntest du jetzt jemanden dabei zuschauen, wie man sich hier noch verlobt oder was. Was für Warnsignale? Auf welche Warnsignale sollen jetzt zum Vollmond Skorpion geachtet werden? Weil ich hier die Verlobung habe. Ah, die Acht der Kelche. Hier geht es wirklich darum, jemanden hinter sich zu lassen, wo man vielleicht auch glaubte, das erreicht eine neue Stufe hier in meinem Leben. Diese Liebe erreicht eine neue Stufe in meinem Leben. Vielleicht auch das. Du bist, sollst gewarnt sein auf die Verlobung noch mal bitte. Was soll ich sagen auf die Verlobung? Oh, ja, mein Engel, es ist einfach. Also hier ist wieder so ein Szenario von, ich habe unterm Kartendeck den Herrscher und hinterm Herrscher habe ich, es liegt etwas in der Luft mit einem Herrscher, der dir vielleicht etwas zu geben hat. Aber was hat man dir denn zu geben? Auf die Verlobung. Verstrickungen. Macht. Ohnmacht. Machtmissbrauch. Frischer Wind. Wie sieht's denn aus? Eine neue Stufe. Oh mein Gott. Also was ich hier wahrnehme, ist, du wirst dich von einer Affäre lösen, du wirst dich von einer Freundschaft plus lösen, du wirst dich aus einer Verstrickung lösen, jetzt in der Vollmondzeit im Skorpion, weil du dir die Frage stellst, wie kannst du für dich selbst gut sorgen? Und wie solltest du das Ganze jetzt sehen, aus einer höheren Perspektive? Achte auf die Warnsignale.
Es gibt hier eine Möglichkeit, aus einer Verbindung eine neue Stufe der Hingabe zu zaubern. Aber dafür muss man etwas loslassen, vielleicht einen gewissen Glaubenssatz oder eine Hoffnung, eine Erwartung. Eine Erwartung, die man loslässt an einer Verstrickung, wo frischer Wind reinkommen soll. Was will denn der Typ, die Kirsche hier? Oh mein Gott, ihr werdet es nicht glauben. Ohne Scheiß jetzt. Jetzt bin ich wirklich perplex. Jetzt kommt hier, ich liebe dich. Und die Ernsthaftigkeit. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hasse das, manchmal diese Traumlegungen zu machen. Ganz einfach, weil ich jetzt oft in diesen Legungen hier drinnen habe, dass irgendein Typ oder irgendeine Kirsche zurückkommt. Und 95% der Fälle, ich sage jetzt mal 95 Frauen, 95 Männer von 100, entscheiden sich gegen eine Affäre. Ja, die Wahrscheinlichkeit liegt sozusagen bei 5, die es schaffen, zusammenzukommen. Und dann ist eben auch die Frage, wie läuft die Partnerschaft, die Verbindung dann? Hier ist es tatsächlich so, dass ich noch mal umschwenken muss. Ich wollte es gerade echt negativer, wirklich negativer legen hier. Aber es heißt natürlich auch, okay, it's time to release negativity. Es ist Zeit, negative Gedanken loszulassen. Vielleicht auch gerade bei mir, während ich diese Kartenlegung lege. Mir fällt schwer, das optimistisch zu deuten. Aber die Karten deuten hier darauf hin, dass hier wirklich in einer Verbindung all das Negative losgelassen werden darf und dass es Zeichen gibt für eine neue Stufe der Hingabe. Wo es aber dann heißt, dann aber wirklich ganz. Hier heißt es wirklich ganz oder gar nicht. Und der Wagen wäre hier, der frischen Wind bringen soll. Eine Verstrickung, die man loslässt, die man hinter sich lässt. Achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Aus einer Verstrickung, aus einer Affäre, aus einer Freundschaft plus mehr zu machen. Frischer Wind kommt rein. Jemand, es geht um die Ernsthaftigkeit, um die Frage, die du dir vielleicht auch selbst stellen solltest. Liebt mich dieser Mann wirklich? Liebt mich diese Frau wirklich? Und für einige kann es bedeuten, es wird jetzt turbulent werden, wenn jemand plötzlich kommt und ernsthaft zu dir sagt, ich liebe dich. Warum turbulent? Da gibt es Warnungen, weil es hat hier jemand ernsthafte Absichten aus etwas, wo du aber gewarnt sein musst. Ich möchte es gerne mal reinbekommen. Und ich musste jetzt echt niesen. Ne? Ich beniese es noch. Ernsthaftigkeit und ich liebe dich. Es wird intensiver mit einer Verbindung. Aber irgendetwas anderes könnte dadurch auch bröckeln. Ne? Oh Mann, ey, ist das kompliziert. Hier kommt jemand definitiv zurück über die jetzige Zeit und will hier dir sagen, wie viel du ihm ihr bedeutest. Und das hat was mit Verstrickungen zu tun. Das ist eine tiefe Verbindung. Das ist jemand, der eine tiefe oder zu dem du hier eine tiefe Verbindung verspürst.
In der Einsamkeit kristallisiert sich hier etwas für jemanden raus. Diese tiefe Verbindung zu dir. Und dass man vielleicht wirklich, dass es wirklich heißt, wie sieh das jetzt nicht negativ, wenn hier jemand auf dich zukommt, mit dem du ja irgendwie erstmal nur ein Tech der Mächte hast oder nichts Halbes und nichts Ganzes. Du willst gut für dich sorgen und willst auch raus aus den Verstrickungen, bist bereit dafür, dich zu trennen, wenn nötig auch. Aber hier ist etwas, wo es vielleicht auch, dass du dich wirklich trennst von jemandem, wo, den du ernsthaft geliebt hast. Dass du wirklich frischen Wind haben willst. Und wenn du auf die Warnsignale hier achtest, solltest du eine Affäre verlassen, eine Freundschaft plus oder Verstrickungen. Es kann auch sein, dass du hier rausgehst, dass du dich von jemandem trennst, den du wirklich geliebt hast, ernsthaft geliebt hast. Weil du spürst und weil du merkst, du bist für jemanden halt eine tiefe Verbindung, eine tiefe Freundschaft. Was ist mit dem Pendant gegenüber? Ja, hier kommt ein offenes Gespräch, ja, und die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit, die jetzt hier kommt? Gib mir mal bitte eine Message. Was ist die Wahrheit? Auf jeden Fall, war man hier auch verliebt in dich. Man war verliebt in dich. Du warst wie der zweite Frühling. Aber mehr wollte man nicht. Oh Mann, ey. Und es kann sein, dass du dich davon löst und trennst. Von jemandem, den du ernsthaft geliebt hast. Jemand fühlt sich tief mit dir verbunden. Wie eine tiefe Freundschaft. Aber ich nehme hier immer mehr so wahr, die Wahrheit ist, verliebt ja, aber mehr nicht. Uiuiuiuiui. Ja, wenn der Skorpion kommt, der sticht, 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 sticht. Es kann schmerzhaft sein, aber es soll in Heilung gehen. Oh. Was machen wir mit dir? Was kann ich meinem Lieben noch sagen? Die Liebenden. Hier kommt wirklich eine Entscheidung in der Liebe auf dich zu. Ohne Rücksicht auf Verluste. Klimperklar kommt hier die Wahrheit jetzt raus. Eine Entscheidung. Dass du nachts nicht schlafen konntest, weil das für dich jemand war. Das war eine Verbindung mit voller Zukunft. Das hat dir, du, dieser Typ, diese Kirsche hat dich mega zum Träumen gebracht. Ja. Und du könntest jetzt eine Entscheidung treffen, ohne Rücksicht auf Verluste, aber klar und ehrlich in den anderen Tarot. Hat der Ritter der Schwerter das Visier offen? Also klar und authentisch. Eine Entscheidung vielleicht auch für dich selbst. Mit diesem Schwert und diesem Ackergaul, der im Galopp rennt, geradeaus durch Wände und sonst wie durch, rammelt dieses Pferd direkt hier durch. Und du vielleicht mit deinem Schwert noch. Ich will mir keine Gedanken mehr machen um diese Verbindung, wo ich jemanden ernsthaft geliebt habe und so viel darauf gesetzt habe, wie geil das werden wird, wenn wir zusammen sind. Ich will nachts wieder schlafen können.
Du löst dich endgültig, innerlich wie äußerlich, von einer Affäre, Freundschaft plus, von jemandem, den du wahrhaftig geliebt hast, wo du aber jetzt weißt, der Typ oder die Kirsche war maximal verliebt und mehr wollte man nicht. Das ist halt das, was ich hier sehe. Es ist aber auch so, wie ich es zu eingangs gesagt habe, es ist gut so für dich. Es könnte jetzt auch so langsam in Ordnung sein für dich, weil du für dich selbst sorgen möchtest. Und du merkst, hier so da zu hocken, nicht schlafen zu können, gesundheitlich schon angeknackst zu sein wegen diesen Typen oder wegen dieser Kirsche, der oder die dich nicht zurückliebt, bringt keine Punkte. Und du möchtest dir keinen Kopf mehr machen, genau über dieses Szenario. Und das war ja jetzt auch, das hat mich jetzt selber in die Bredouille gebracht. Will jetzt hier jemand wirklich was von dir? Ne? Oder erzähle ich jetzt hier gerade nur Stuss, weil was soll das werden? So wirklich, weiß ich nicht. Und achte auf die Warnsignale, weil eine höhere Ebene. Und hier kriege ich wirklich so rein. Dass du genau das alles hinter dir lässt. Ernsthaft daran zu glauben, dass dieser Mann oder diese Frau dich wirklich lieben könnte. Was ist jetzt mit diesem Typen hier? Was haben wir jetzt in der Full Moon Skorpion Zeit? Ja. Da geht es um Verzicht, um auf Diät. Mehr gibt's nicht. Wahnsinn. All das ist wirklich hart. Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter, ich hatte es in den letzten Legungen auch schon, die schafft es auch ihr, meine lieben Männers, ihr seid das jetzt auch, über die Kraft des eigenen Verstandes, ihr Leben auf die Kette zu bekommen und auch aus Scheiße Gold zu machen. Und aus Scheiße Gold zu machen heißt jetzt wirklich für dich, ich verzichte auf diesen ganzen Mist, auf diesen ganzen, auf dieses Gedankenkreisen, auf das Thema Toxik, Narzisst, Narzisstin, bipolare Persönlichkeitsstörung, Borderline. Histrionische Persönlichkeitsstörung, ne? Emotional instabile Persönlichkeit, schon was hier gibt. Ne? Du lässt das jetzt alles hinter dir. Du willst davon nichts mehr wissen. Das ist das, was ich jetzt wahrnehme. Verzicht. Du übst Verzicht und trennst dich. Aber mal so volles Brett. Löst du dich innerlich wie äußerlich? Was haben wir dann bei diesen Typen? Was haben wir dann bei diesen Typen, bei dieser Kirsche? Work through your fears. Das ist auch Skorpion. Schau dir das an. Ja, da muss auf jeden Fall oder sie an den Ängsten arbeiten. Hier hat jemand Ängste. Das ist die Aufgabe für ihn, für sie, falls sich das überhaupt noch interessiert. Da geht es hier um viele, viele Ängste, die man hat. Das habe ich in dem Work Your Lights. Ja, und da geht es darum, wirklich eine Schwelle zu überschreiten, wovor man Angst hat, diese zu überschreiten. Ach herrje, mein Engel. Also pass auf, es ist ja nun wirklich so. Man hat dir ja auch, warte, wo habe ich das jetzt? Wo habe ich die Karte? Man gibt dir ja auch das hier, ne? Bis hierher und nicht weiter. Hier. Verliebt sein, ja, aber weiter lassen wir mal gut sein. Eine Angstschwelle zu überschreiten. Rückzug. Angst davor zu haben, sich mit dir nochmal zurückzuziehen. Man hat Angst davor. Mit dir noch mal, sich mit dir noch mal zu beschäftigen, sich mit
Gib mir mal bitte eine Message noch, bitte. Die wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Man hat Angst davor, sich mit dir alleine zurückzuziehen und über das Thema zu reden, ob man dich hier auch liebt oder die wahre Liebe bist. Man zieht sich zurück von der wahren Liebe. Du bist die Liebe seines, ihres Lebens gewesen. Oder aktuell noch. Aber man hat Angst davor, diese Schwelle zu überschreiten, um dir das zu sagen, um dir die Bestätigung zu geben, dass es nicht so schlimm ist, wonach es aussieht oder wonach es aussah. Jemand behält für sich, dass du viel mehr für ihn bzw. für sie warst oder bist. Und du machst hier rigoros und sagst, ich will von dem Ganzen hier gar nichts mehr wissen. Ja? Ich war die Einzige hier in diesem Film, die ihn oder die sie geliebt hat. Ja? Der oder die, wie auch immer. Ja? Ich war derjenige, der Einzige. Und jemand hat dir immer so gezeigt, verliebt schon, zweiter Frühling, aber komme hier jetzt nicht mit Ernsthaftigkeit und dass ich dir jetzt noch sage, was ich für dich empfinde. Also ganz kurios, ich habe hier eine Legung, das merkst du gerade selber, ne? Ich bin hier selbst so hin und her gerissen, wie ich das intuitiv hier reinkriege. Und so wirst du dich gefühlt haben. Ja, du wirst das gemerkt haben, dieses Hin und Her. Und bist zu dem oder kommst jetzt wirklich zu dem Entschluss, egal was es ist, ich verlasse ihn, ich verlasse sie. Und selbst wenn du ihn oder sie schon verlassen hast, wirst du es jetzt innerlich auch loslassen wollen. Und jemand kriegt es nicht geschissen, über seine eigene Angst zu gehen und zieht sich eher von der Liebe des Lebens zurück. Täuschung. Wow. Ey, hier hat die ganze Zeit jemand eine Maske getragen und hat es so aussehen lassen, als wäre da nichts. Hat sich nicht getraut, den Schritt zu gehen, zu dir zu stehen und hat dir wirklich schlaflose Nächte bereitet. Na, die Veränderung, das, was sich verändern soll, zeig mal her, ja, das ist ja krass, ey. Wettbewerb und Suche. Man hat dich getäuscht. Man hat vielleicht wirklich mal geguckt, ob es da noch was gibt. Aber ich habe das Gefühl, Täuschung, Veränderung, Wettbewerb und Suche. Du könntest dich täuschen, dass hier jemand auf der Suche war nach jemand anderes, nach jemand Neues. Man könnte dich aber mit Absicht auch getäuscht haben. Ganz einfach, dass du dir halt mal einen Kopf machst um ihn, um sie und man wollte sich wichtiger darstellen. Also das ist ja wirklich so Mindfuck, ne? Hier hat man Spielchen gespielt, mein Engel. Hier hat man Spielchen gespielt und dir was vorgemacht, dass du nur eine Nummer wärst. Oder du warst nur eine Nummer. Und du glaubst es. Du hast das dann auch so geglaubt. Und glaubst es auch immer noch. Weil immer noch scheinbar hier nichts weiter passiert. Filter und Sicherheit.
Na, ich sag mal, es filtert sich förmlich heraus, dass du auf dem Weg bist nach Sicherheit. Und dass er oder sie dir das Gefühl gegeben hat, ich bin nicht sicher. Jemand liebt mich nicht. Und dabei hat man dich wirklich geliebt. Und da kommt jetzt scheinbar diese Trennung von deiner Seite, dass du sagst, ja, gut zu wissen, alles gut und schön, dass man mich hier auch geliebt hat. Aber jetzt ist mal endlich Schluss mit den Spiränzchen, mit dem Kasperle-Theater. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. So, und da wird jetzt jemand hingeführt, der wirklich heilen muss, der die Angst überwinden sollte und mit dir in Kommunikation gehen sollte. Welches Portal darf sich da für ihn öffnen, beziehungsweise für sie? Mit was wird man unterstützt? Wow. Der Heilige Gral. Jemand macht eine Entdeckungsreise und findet sich dadurch wirklich selbst, weil man versucht, der wahren Liebe zu widerstehen. Und das bist du. Man findet Heiliges. Und den Schlüssel. Und da geht es auch wieder um Sicherheit. Man weiß einfach, wenn man es herausfiltert, sollte man dir Sicherheit geben, ne? Über sowas macht sich dieser Typ oder diese Kirsche Gedanken hier. Ja, und da habe ich hier den Brief. Jemand versucht schon irgendwo seine Gedanken in Worte zu schreiben. Jemand versucht, auf die passenden Worte zu kommen. Was würde man dir denn sagen wollen? Ja, wenn man jetzt so seine Angst überwinden könnte oder versucht, eine Nachricht zu schreiben, aber man schickt sie nicht ab, was würde man dir denn gerne sagen wollen? Ganz ehrlich, jemand hat die ganze Zeit seine Gefühle in Flaschen, ach, wie sagt man, da halt reingemacht. Und hat es dich nicht wissen lassen. Die Verleugnung. Ja, ich verleugne dich. Ja, ich stehe nicht öffentlich zu dir. Die Gründe dafür kennst du. Ich werde mein gewohntes Leben, das ich mir aufgebaut habe, nicht für dich aufgeben. Ich weiß, es klingt hart, aber du wusstest von Anfang an, auf was du dich einlässt. Mehr kann ich dir leider nicht anbieten. Was würden zudem auch alle anderen von mir denken? Es geht einfach nicht. Boah, ist das hart. Es ist wirklich hart. Es ist wirklich skorpionische Energy hier. Es ist eine Energie von, ich täusche hier alle. Und man hat vielleicht wirklich mit Absicht einfach nur gesagt, dass man hier noch irgendwie was anderes am Start hat, um dich weiter fern zu halten auch. Dabei hat man gar nichts anderes am Start. Man will das nur nicht aufgeben, was man hier hat. Und das Schlimme ist bei diesem Typen, bei dieser Kirsche, dass es ihm oder ihr vielleicht sogar wirklich wichtiger ist, was die anderen über ihn oder über sie denken könnte. Und das finde ich schlimm. Und deswegen habe ich doch recht mit dem, was ich hier intuitiv wirklich gedeutet habe. Du wirst dich genau aus so einem Szenario befreien und trennen. Und wie eben gesagt, wenn du es schon getan hast, kannst du innerlich jetzt vermehrt mehr loslassen von diesen Menschen. Meine Lieben, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal kostenfrei abonnierst. Aktiviert das Glockenseil, so verpasst du keines meiner Readings mehr. Ich hab dich lieb. Ciao.